ICG Pop mit einem neuen Video. Ich bin gerade auf der Messe, die Outdoor bei ISPO in München und stehe hier mit Markus am Stand von Grützebeck. Du bist Erfinder, Besitzer, Urheber. Also eigentlich bin ich Produktentwickler und schon seit vielen Jahren und jetzt habe ich meine eigene Marke halt gegründet, die Grützebeck. Genau, habe ich euch schon mal welche vorgestellt. Das sind die Schlafsäcke mit der tollen Füllung, die eben Down und Wolle vereint haben. Mhm. Wie kamst du auf die Idee? Warum hast du dir dabei gedacht? Also die meisten Schlafsäcke sind ja einfach nur aufs Gewicht und auf die Packmasse optimiert. Ja. Mir ist wichtig das Schlafklima, das Wichtigste eigentlich Schlafen. Man möchte einen Urlaub haben, man möchte gut ausgeschlafen sein, genau. Am nächsten Tag fit sein, Spaß am Urlaub haben. Natürlich ist Gewicht und Packmasse auch wichtig für mich, aber nicht die oberste Priorität, sondern wichtig ist nur das Schlafklima. Das bedeutet, selbst wenn der Schlafsack jetzt 30 Gramm mehr wiegt, wenn ich fit bin, macht mir das nichts aus. Wenn ich kaputt bin, kann ich ja den leichtesten Schlafsack nicht mehr tragen. Ja, ja. Das ist das Erste. Und deswegen kommt Wolle ins Spiel. Wolle ist wie eine natürliche Klimaanlage. Das heißt, wenn es kalt ist, nimmt es Feuchtigkeit aus dem Schlafsack raus, es wird wärmer. Wenn es warm ist, gibt es Feuchtigkeit zurück, es wird kühler. Ja. Und dadurch kommt man tiefer in die REM-Schlafphase und schlaft einfach besser und ist fitter. Das ist und das Wichtige. Schützt auch gleichzeitig die Daune ein bisschen vor der Feuchtigkeit, klar. Weil die Daune ja über die Feuchtigkeit auch Isolationswirkung verliert letztendlich. Mhm. Genau. Deseffekt hat man letztendlich auch. Ne? Genau, weil die Wolle gieriger nach Feuchtigkeit ist, wie die Daune, wird es von der Daune weggezogen. Also insgesamt wird der Schlafsack unempfindlicher dadurch und atmosphärischer vom Klima her einfach wesentlich besser. Deswegen die Wolle mit drin. Genau. Und trotzdem immer nur klein und leicht. Genau. Hier liegt schon ein neues Produkt von euch auf dem Tisch. Was haben wir da? Das ist jetzt mein neuer Liebling, den ich entwickelt habe. Ich war in Schottland und bin von Mücken aufgefressen worden. Das heißt, einmal am Raus ganz schwarz von diesen kleinen Schwarzen. Mhm. Dann wollte ich mir Moskitonetz kaufen. Es gibt nur Tüten zum Drüberziehen, die auf dem Gesicht auflegen und die ganzen Moskitos einstechen. Ja, dann auch, genau. Dann wollte ich was anderes haben, gibt es nicht. Dann muss ich ihn erfinden. Also haben wir jetzt ein 3D-Moskitonetz gemacht. Mhm. Da ist der Kopf frei beweglich, keine Moskitos kommen rein, super geschützt. Dann war das zweite Problem, ständig rutsche ich von dieser blöden Matte runter. Ja. Dann haben wir jetzt unten Gumminoppen reingebaut. Ah ja, genau, das kann man hier sehen. Die saugen sich auf der Matte fest, also bist richtig stabil, du rutschst nicht ständig runter. Cool, ja. Dann, weil ich gesagt habe, ich möchte da draußen im Freien liegen, habe ich die Außenhaut verstärkt, also stabiler gemacht, robuster vom Ganzen her. Natürlich meine Features, was ich immer habe, mit der Reißverschlusslaufung hier. Wenn ich ihn aufmache, kann ich mir diese gerade rausstecken und in dem Schmutz draußen. Ja. Und es gibt einen Kamineffekt, dadurch ist es drin schneller, wenn ich zu warm mit Luft ziehst du da nach draußen. Kopfkissen einschubfach ist für mich normal, obligatorisch ist und so mit. Ja, ja. Das Moskitonetz könnte ich aber auch wegmachen, wenn ich es nicht wollte. Klar. Kann ich über den Reißverschluss einfach wegmachen? Wegzippen, dann zusammenrollen und den Packsack außen in der Tasche, da reinstecken. Ah, da ist es dann außen mit dran, okay. Dann ist es voran, dann aufgerannt. Temperaturbereich, hast du gesagt, war Komfort? Genau. Der geht jetzt ungefähr von 0 Grad aufwärts, das ist der meiste Bereich, wo man braucht. Ja, ja. Genau. Genau. Also der hat einen riesen Einsatzbereich. Und diese Farbe? Diese Farbe, ja, weil das ist ja eigentlich so der Outdoor-Schlaf, der draußen mich. Genau. Der mag jetzt nicht unbedingt auffallen, sondern ist sowas, was sich dezent in den Wald einfügt. Ist klar. Der nennt sich jetzt genau wie? Bioport Wolle Survival. Survival, ganz wichtig. Genau. Ja, schönes Ding. Aber ihr habt ja nicht nur den neuen. Nee, wir haben noch ein paar Neuigkeiten mit dazu, weil zum Beispiel ist das hintere Modell. Da habe ich mir Gedanken gemacht für die Zukunft. Die Schlafsäcke müssen ja irgendwann mal weg. Der ist jetzt 100% kompostierbar. Das heißt, der kommt ins Kompostwerk rein, dann ist der statt 400 Jahre, was normal braucht, ist der in 200 Tage komplett weg. 200 Tage ist natürlich keine Zeit, gell? Genau, und das wird immer mehr kommen, weil jetzt kommen ja alle Plastiktüten, alles wird jetzt kompostierbar, weil man nicht alles verbrennen kann und vor allem, weil man Müll nicht mehr weggeben kann in andere Länder. Jetzt ist das so, dass das ja weg muss irgendwann und der Polyester, das dauert ja ewig. Ja, ja, ja. Mit den Kompostierbaren, das tue ich schon mal raus, mit den Kompostierbaren sind wir natürlich voraus und der hält trotzdem 30 Jahre. Das wollte ich gerade fragen, trotzdem ist der Schlafsack ja 30 Jahre nutzbar, wenn man ihn pflegt und dementsprechend auch der Holz, es ist lagert. Nur im Kompost mit den Kompostbakterien und der Temperatur, sonst passiert nichts. Also den kann man echt zu Hause hinlegen, der geht nicht kaputt. Ja, man muss natürlich auch denken, dass man auch, also dass der nicht nach 5 Jahren dann einfach sagt, okay, jetzt muss ich ihn wegschmeißen, sondern man hat ihn einfach und das ist ja auch wichtig. Also einfach auch für die Nachhaltigkeit sollte man grundsätzlich auch länger denken und nicht immer nur gleich sagen, ich brauche nach 5 Jahren oder 10 Jahren was Neues. Lieber länger benutzen, ist das, was am wenigsten Müll macht. Deswegen sind unsere Schlafsäcke auch wieder befüllbar oder noch stärker befüllbar. Okay, das macht ihr dann selber oder gibt ihr die dann weg? Nee, wir haben ein Outdoor-Service-Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da schickt man es hin, die haben unsere Downwool da, also die Füllungen haben sie da. Die wissen, wie die Aufteilung von den Kammern sind, die können das dann stärker befüllen. Cool, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch, dass man die nachfüllen kann. Das war mir jetzt auch neu. Doch, das haben alle unsere Schlafsäcke. Super, das ist geil. Genau. Da außen hängt noch einer, vielleicht soll man die Kamera mal kurz rüberhängen. Ja, gehen wir da vielleicht noch kurz rüber. Gehen wir rüber, passt. Ja, und da ist sogar ein kleiner Gewinner, der da hängt. Ne? Haben wir jetzt was Neues entwickelt. Und zwar wird ja mal einen hochalpinen Bereich zeigen, dass wir das auch kurz gut machen können. Ja.
Und das größte Problem ist immer, dass wenn es so kalt ist, minus 20 Grad, dass die Feuchtigkeit durchgeht, dann Schlafsack, immer schwitzt und außen kondensiert und dann gefriert und auf Eisschicht unter der Außenhülle. Ja. Deswegen haben wir da drunter eine Schicht Wolle gesetzt, die nimmt die auf, gibt es dosiert ab und friert nicht. Das ist sehr geil. Unter dem drunter haben wir ein Haarkammernsystem quer drin und damit keine Kette blicken, nochmal drunter ein Boxkammernsystem. Ah, also okay. Eigentlich sind das drei Lagen. Wenn man reinschaut, sieht man das. Hier sind lauter Boxen drin, ja. Oben sind die Querkammern und ganz außen drauf die Wolle. Genau. Klar, okay. Dann ist der Schlafsack natürlich recycelt vom ganzen Material her. Richtig, das ist genau. Ja. Und wir haben noch was eingebaut und zwar, wenn der Kunde oder der Nutzer, den ganzen Tag unterwegs ist, dann wird er irgendwann müde und ausgelaugt. Das heißt, der Schlafsack kann nur Wärme speichern. Wenn ich selber nicht mehr produzieren kann, bleibt der kalt. Jetzt haben wir da ein Heizelement, da steckst du eine Powerbank an, dann heizt man mit 40 Grad rein, das dauert 10 Minuten, mehr braucht man nicht. Ja. Dann ist er auf Betriebstemperatur und speichert die Temperatur. Und das Element ist auch wieder unten im Fußteil, wie bei dem Feederheater, ja? Ganz genau, das haben wir so deswegen gemacht, weil wenn es zu weit drauf geht, kann man schlecht schlafen. Ja. Dann ist auch wieder alles auf Schlaf optimiert vom Ganzen. Ja. Und der Anschluss für die Powerbank ist dann wie bei einem Ding auch innen drin, logischerweise in der Tasche. Weil da kommt die Powerbank dann rein und dann 20 Minuten vorher, eine halbe Stunde vorher oder so. Ja, bevor du reingesteckst, halt und dann ist der Paar halt warm und du gehst rein. Ja. Ist natürlich vom Gewicht her natürlich dann schon wieder ein bisschen schwerer dann natürlich. Ist ein Expeditionsschlafsack. Ist ein Expeditionsschlafsack, braucht natürlich auch ein bisschen mehr Füllung, ist natürlich auch schwerer. Da sind wir jetzt bei knapp 1800, 1700 Gramm. Ja, aber du musst davon ausgehen, dass der 1200 Gramm Gänsedown ist, dass die Füllung ist schon so voll. Ja, klar. Der Schlafsack selber ist leicht, aber man braucht die Füße dazu. Ja. Schön. Ja, hier, der Outstanding Gewinner der ISPO. Vielen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch auch da dazu. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir doch für das kleine Interview, für die Infos. Und ansonsten schaut einfach mal bei Grützebeck auf der Webseite vorbei. Ich habe auch noch zwei Schlafsäcke von Grützebeck, die werden noch weiterhin getestet. Ja, du hast 100% Natur von uns. Ja, der Nature, der ist auch ein ganz toller Schlafsack. Den werdet ihr bald mal in einem Video von mir sehen. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, danke dir nochmal, Markus. Ja, danke. Für die tolle Produkte. Freut mich jedes Mal, wenn ich von euch höre. Mach weiter so. Also, haut rein. Ciao.